Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Sind wir denn in den Alpen? Ich habe komplett den Überblick darüber verloren, wo wir eigentlich sind und wo wir überhaupt hingehen. Ich weiß nur noch, wann ich zur Toilette muss und dass wir dieses Event endlich starten müssen. What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Steep. Es ist Tag X-51. Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen am ersten Ausscheidungsevent teilnehmen und hoffentlich auch gewinnen. Naja, das ist so ziemlich das Ziel. Wie gesagt, wir haben noch 51 Tage und hier wird's ernst. Die Trainer nehmen deshalb während der letzten Events die Leistungen der Anwärter weiter. Das ist ein Geräusch. Das hohe Leistungsniveau aufrechtzuerhalten und dadurch den Sprung ins Team zu schaffen, ist immens. Einige Trainer geben die Auswahl zu den Rest bekannt, wenn das Event vorbei ist. Für Teamsportler ist dies also diese Musik. Derjenige, der hier für Sounddesign verantwortlich war, sollte gefeuert werden. Die Musik ist doppelt so laut wie der Sprecher und doppelt so laut wie ich. Jetzt passt es, jetzt ist es geil. Aber ich konnte den Sprecher einfach 0,0 verstehen. Und ich, wieso lege ich mich die ganze Zeit aufs Maul? Also wir müssen ja hier eigentlich, wir müssen hier nur 2000 Punkte hinkriegen. Oh, Moment, ich kann meinen Trick probieren. Wir haben doch noch den Trick, den ich leg mich niemals aufs Maul Trick. Den gibt's auch noch. Ich erinnere mich. Vielleicht kommt da noch was hinterher. Voll konzentriert. Ha, habt ihr es gesehen? Nein, scheiße. Haben wir es geschafft? Okay, haben wir es geschafft. Okay, alles cool. Das war Lauf 1 von 3. Moment, Gesamt. Geht's jetzt hier? Addition, okay. Addition von 3 Läufen. Addition, was bedeutet das nochmal? Da geht's darum, dass alle Läufe, die wir jetzt machen, addiert werden. Also summiert werden. Also plus gerechnet werden. Damit wir hinterher hoffentlich die größte Gesamtzahl haben. Und darum geht's hier auch im Prinzip. Problem ist natürlich auch hier. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. So was habe ich noch nicht gesehen. Alter, wir sind doch. Wird in die Geschichte eingehen. Wir sind ein geborener Gott. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben einfach jetzt schon die Konkurrenz abgezogen. Wir müssen jetzt diesen dritten Lauf eigentlich nicht mehr machen. Ich sag's euch, wie das ist. Wir müssen ihn nicht mehr machen. Das ist Quatsch. Wir können uns jetzt, K.O. gehen. Wir können jetzt querschnittsgelähmt ins Krankenhaus uns einweisen lassen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Denn wir haben diese Competition so oder so gewonnen. Ja? Das wissen wir, das wissen die anderen, das weiß John. Guck mal, 5000 Punkte, ey. Also das nenne ich mal einen schönen Arbeitstag. Schöner Arbeitstag. Du wirst dich noch wundern in 20 Jahren, wenn du dick bist und nicht mehr Sport machen kannst. Dann wird sich zeigen, was ein schöner Arbeitstag ist. So, zu was Erfreulichem. Ausscheidungsevent Nummer 2. Komischerweise am selben Tag. Unsere Zeit, unsere Welt greift einfach zu. Ey, John, ey, du mit deinen Cringe-Sprüchen, ey, das ist echt schlimm, meine Güte. So. Worum geht's hier? Was ist jetzt hier das Ziel? Ich habe mal wieder nicht auf die Punkte geachtet, weil ich hier super smart bin. Aber so wie es aussieht, geht's nicht nur um einen Jump, sondern um mehrere. Oh nein, er macht wieder den langsamen. Oh, er macht wieder den. Oh, ich könnte mich reinlegen in den langsamen. Der langsame ist so schön. Das wird ziemlich viele Punkte kosten. Ein Korb in einem Grab als Abschluss. Komm, zweifacher, okay, sehr gut. Ich nehme jetzt nicht die linke Rampe, ich nehme jetzt hier die geradeaus. In dem 1080 darf natürlich nicht fehlen. Natürlich nicht. Oh ne, er macht wieder langsam. Er macht wieder. Ich hasse dich, John. Ich hasse dich einfach nur. Ah! Das war nicht abzusehen. Scheiße. Ich hätte gedacht, die Landung wäre kein Problem. Ich würde sagen, wir ziehen es trotzdem durch. Weil wir haben ja noch zwei andere Läufe. Das heißt, wir können es einfach probieren. Ah, guck mal hier. Holen jetzt den Multiplikator irgendwie wieder rein. Irgendwie wieder. Cock mit dem Titan Crab. Er sagt immer nur Cock, Alter. Er sagt Octocock. Die Punktrichter wollen ein abwechslungsreiches Programm und das kriegen wir hier nicht geboten. Mann, er hat einfach immer dieselben Sprüche drauf. Ey, ohne Scheiß, der Moderator, ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber der ist so mein neues Opfer geworden. Ich muss sagen, also John, ne, tut mir schon ein bisschen leid. Auf den habe ich ja früher mal so ein bisschen drauf rumgehakt. Aber jetzt der Moderator, ey, der kotzt mich schon ziemlich an. Muss ich ernst ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bestimmt irgendein berühmter Moderator. Der perfekte Grab zum perfekten Triple Rodeo. Der mich nach diesem Video erstmal direkt verklagen wird auf 20 Millionen und dann muss ich diesen Kanal leider schließen. Tut mir leid, Leute. Ciao. Kleiner Scherz. So. Ich hab so gar keinen Überblick darüber, wie gut ich gerade bin. Hoffentlich schlägt sich das nicht so stark auf den Punktestand nieder. Offenbar nicht so gut. Okay, wir probieren es aus. Ich fahre jetzt einfach ins Ziel. Wir werden sehen. Ein Rodeo mit Grab als Abschluss. 100 Punkte, ey. 8400. Ich weiß nicht, ist es viel? Ist es, okay, ist es immer noch viel zu viel. Wir sind einfach zu gut. Ich muss mich fast zügeln. Ich muss halt fast sagen, Moment. Ich muss halt fast sagen, komm, wir hören lieber auf, weil ist ja unfair für die Konkurrenz. Ist ja super öde für uns.
Das will ja auch keiner sehen. Ein perfekter Grab und ein imposanter 1260. Ich sag mal so, wir sind gerade so ein bisschen so wie Michael Schumacher zu seinen besten Zeiten. Wo Formel 1 gucken einfach super öde wurde, weil sowieso immer nur noch Michael Schumacher gewinnt. Ordentlich hochkatapultiert. Was ist eigentlich mit Michael Schumacher? Lebt er noch? Oh, scheiße, ey. Also das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das war wirklich Pech. Okay, das war wirklich Pech. Ist gar nicht schlimm. Wir haben sowieso trotzdem gewonnen. Geht's jetzt? Ich glaube, es geht jetzt hier tatsächlich um den besten Lauf. Dummerweise habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wie viel die anderen jetzt nochmal irgendwie aufgeholt haben oder eventuell nicht aufgeholt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir geben natürlich wie immer unser Bestes. Dann komm hier und jetzt einfach mal hier auf diesen Fels brocken. Am Ende doch noch der Schnitzer. Ey, nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen, nicht K.O. gehen, nicht K.O. Oh, alter Vater. Aber man muss ja irgendwie weitermachen, ne? Boah, wie krass wir eingeschneit sind. Das ist irgendwie neu, dieser Effekt. Glaube ich. Es gab schon mal sowas ähnliches, aber so in der Form, das ist schon geil, ey. Das sieht schon geil aus. Das ist schon nice, das ist schon nice. So. Ja, der Octocock, der macht das schon wieder. Das war knapp. Das war auch ziemlich knapp. Das geht. So, 9200 Punkte sollten wir jetzt eigentlich... Sollten wir geschafft. Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Gut, besser von zwei Läufen haben wir also auch mal wieder mit Bravour erledigt und müssen natürlich wieder das Gebirge. Sind wir wieder da? Ausscheidungsevent Nummer 3, auch am selben Tag. Ey, es sind einfach drei Events an einem Tag, das ist doch nicht normal. Das machen die doch, ist doch jetzt Quatsch. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Sind wir denn in den Alpen? Ich habe komplett den Überblick darüber verloren, wo wir eigentlich sind und wo wir überhaupt hingehen. Ich weiß nur noch, wann ich zur Toilette muss und dass wir dieses Event endlich starten müssen. Es geht darum, zu gewinnen, natürlich. Besser von zwei Läufen. 13.000 Punkte ist das Target. Okay, es ist wieder so ein Grind-Ding. Das ist natürlich... Ein Rodeo mit Grab als Abschluss. Und auch der Grab wird nach dem flüssigen 540 noch lange gehalten. Nein! Zu Ende gebracht nach einem großen und eleganten 540. Ja, ey, du. Du willst mich doch jetzt hier patronisieren. Ist doch jetzt Quatsch, was du erzählst. Oh, das war jetzt aber geführt, Alter. Das war jetzt eigentlich nicht verdient, sag ich mal. Hat man nicht verdient. Boah, aber das geht auch nicht. Pünzkiss. Ah, das war auch dumm. Egal, nehmen wir die Rampe. 13.000 Punkte über das Target, das sollte eigentlich gehen, oder? Der Double Rodeo vielleicht. Mit Grab. Die Grabs gehören einfach zu einem guten Lauf. Oh, okay, dazu. Haben wir geschafft, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, verbessern die sich jetzt oder nicht? Wir werden sehen. Luftgitarre? Ich habe irgendwas mit Luftgitarre gehört. Okay, 14.000 und... Okay, Moment, der Brasilianer Pompavelau, der geilste Name ever, hat 16.000 Punkte rausgeholt. Okay. Müssen wir halt schaffen, ne? Müssen wir den halt überbieten. Müssen wir halt machen. Ein sauberer Grab, einen massiven Double Cork. Jetzt hat er wirklich. Also, Leute, jetzt hat er aber wirklich Cock gesagt. Das kann mir jetzt keiner was anderes erzählen. Der knackige Grab am Ende des Rodeo sorgt für zusätzlichen Pep. Der knackige Octocock. Okay, ich mach's. Oh nein, ich hab's vergessen. Hab ich gar nicht. Ich hätte es sowieso nicht geschafft. Ganz ehrlich, 16.000 Punkte ist halt echt nicht ohne, muss man sagen. Da müssen wir schon direkt beim ersten Lauf ordentlich was vorlegen, aber natürlich nicht so. Am besten nicht so. Am besten müssen wir es so machen. Ah, wieso rutsche ich denn da immer ab? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss es nochmal probieren, sorry. Aber ich muss es irgendwie draufkriegen, sonst werde ich hier wahnsinnig. Ja, okay, das war schon besser, würde ich sagen. Wow, das war natürlich jetzt arschknapp. Viel riskiert, aber auch viel gewonnen. Ah, geht eigentlich jetzt nicht so viel, aber ist auch... Wow, das war ein krasser Ruckler, aber ist nicht schlimm. Das gab vor allem ordentlich Pünktskiss. Kein Problem beim 50-50. Wow, okay. Stilvoller Übergang zum Fight. Nein, ich muss hier rüber, ich muss die Rampe noch mitnehmen. Okay, das läuft aber, oder? Ein Monster, dieser Triple Rodeo mit Grab. Alter. Grab nach dem 720 lang am Brett. Okay, jetzt haben wir 16.600. Ich weiß nicht, wie viel der Brasilianer gerade gemacht hat. Es war auch irgendwie so 16.000. Aber ich sollte mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss weiter pushen, Brasilianer. Bis ich den nächsten Level erreiche. Okay, 16.000 zählen.
Ey, das ist so geil, dass man einfach schon vorher sehen kann, wie viele Punkte die Leute gemacht haben. Das ist so praktisch. Okay, dann brauchen wir jetzt im Prinzip nichts mehr machen. Ich will es aber trotzdem... Oh, boah, das war knapp. Ich will es aber trotzdem ein bisschen lernen. Was ist das überhaupt für eine komische Minecraft-Musik im Hintergrund? Das kotzt mich an. Wir sind nicht bei Minecraft. Oh, 100 Punkte. Wir sind halt Profi, ne? Ey, das ist halt auch so arrogant, ne? Stell mal vor, das macht einer in echt. Ja, die anderen, die sind jetzt sowieso schlechter, dann fahre ich jetzt einfach... Passiert das wohl? Frage ich mich jetzt gerade, weil es macht ja eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich, mal so ganz offiziell, ne? Müssten wir jetzt eigentlich nicht mehr antreten. Weil es geht um den besten von zwei Läufen. Ich weiß nicht, ob es da nochmal eine Sonderdisziplin gibt oder so. Aber so rein theoretisch müssten wir eigentlich gar nicht mehr antreten, weil wir haben es sowieso geschafft. Wir sind gerade der Beste von zwei Läufen. Alle anderen sind schon gelaufen, haben auch schon ihren zweiten Lauf. Das heißt, eigentlich hätten wir gar nicht mehr fallen müssen. Naja. Oder das geht, vielleicht gibt es da noch irgendwie so eine besondere Skala für nochmal, irgendwie so einen Einzelwettbewerb für, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, es muss da auf jeden Fall irgendwas für geben. Und das hat mir geschafft, wunderbar. Ausscheidungsevent Nummer 3 geschafft. Hab hier die Goldmedaille geholt. Ausscheidungsevent Nummer 4, gewinne den Ausscheidungsevent. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Und wir müssen 1300 Punkte. Ah, so Halfpipe, okay. Also es geht jetzt wirklich nochmal darum, so alle Qualifikationen, beziehungsweise alle Herausforderungen, die wir jetzt so gelernt haben in den letzten Tagen, dass wir... Was war das denn jetzt? Jetzt hat er wirklich Kopf gesagt. Ach, am Ende doch noch der Schnitzer. Fallen wir noch ins Ziel? Können wir noch einen Trick machen? Ui! 1297 war, glaube ich, nicht... War, glaube ich, nicht die Punktzahl, ne, die wir übertreffen sollten. Ne, 1300. Okay, das geht. Mit dem letzten Schnitzer am Ende, wenn wir uns den vielleicht mal nicht erlauben, dann sollte das eigentlich funktionieren. Außer er macht den langsam. Und er macht natürlich den langsam und ich hasse ihn dafür. Aber dafür ist die Map ja nicht so lang. Das heißt, ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir uns hier ein bisschen Zeit lassen. Mal einfach nochmal neu probieren. In den Kommentaren wurde übrigens auch schon erwähnt... Ja, Moment, da konnte ich doch jetzt nichts für. In den Kommentaren wurde auch schon erwähnt, dass man bei Olympia so viele Versuche hat, wie man möchte. Also, irgendwer hat das behauptet. Ich weiß nicht, ich finde es sehr kurios. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir den ersten jetzt eingeholt oder nicht? Okay, ganz knapp. Wenn er sich nicht verbessert hat, er hat sich nicht verbessert, weil er ein Vollidiot ist. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur ins Ziel fahren. Sehr gut. Gut. Ui. Oh, guck mal, ich kann durch die Map gucken. Oh, super. Nice. Okay, 0 Punkte. Ist halt auch wieder so eine Sache, ne? War das jetzt arrogant? Hätte das jetzt einer in echt gemacht? Wäre das jetzt arrogant gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, weiter geht's. Stunden in die Vorbereitung investiert und erfährt nun, dass er mit zum Team gehört, das nach Südkorea fährt. Ein ganz großer Moment für ihn und die anderen Mitglieder der Auswahl. Der Druck ist zwar die ganze Saison über da, dennoch ist er sich natürlich dessen bewusst, dass das letzte Kapitel seiner Mission Gold gleichzeitig auch das schwierigste ist. Dans la carrière d'un athlète, je dirais que les JO c'est un grand moment, c'est là je dirais que c'est certainement même l'apogée, hein. Et puis il y a aussi cette notion de rareté quoi, c'est 30 secondes tous les 4 ans, c'est maintenant et demain c'est fini quoi, il y aura plus les Jeux Olympiques. Il va falloir que tu attendes 4 ans après. Everyone around the world loving the Olympics and hyping up the Olympics and the pressure that comes with the Olympics and knowing that I've accomplished that and overcome everything, you know, just gave me an amazing sense of accomplishment. Cool, was auch immer das heißt. Okay. Moment. What? Jetzt sind wir auf einmal bei Tag X minus 2. Wir sind jetzt gerade 50 Tage in die Zukunft gesprungen. Olympia steht jetzt kurz vor der Tour. Und wir sind bereit, hoffentlich. Leute, ich würde sagen, wir machen wieder einen kurzen Cut hier für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von Steep, gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci und tschüss.